Memmering. Keegan. Elfmeter, nein. Oh je. Bei allem Engagement, meine Damen und Herren, meine ich, dass dies kein Elfmeter war. Schauen Sie selbst. Der Angriff von Garcia galt dem Ball und nicht dem Gegner. Es gibt einen Strafstoß für den Hamburger Sportverein in der 10. Spielminute. Liegen am Boden, aber auch das mag Taktik sein. Er wird sich gleich wieder erheben, weiterspielen. Wer wird schießen? Kaltz macht sich da bereit. Memmering geht in die Mitte. Ich glaube, Kaltz wird schießen. Es steht also zusammenaddiert jetzt 2:1 für Real Madrid. Tor durch Manfred Kaltz durch einen Strafstoß, hier die Wiederholung. Angetäuscht und verladen den Torwart, wie es so schön heißt. 10. Minute. Rechts, jawohl, da steht Kaltz. Und Reimann. Und Rubisch. Tor! Schönes Tor! Endlich trifft er wieder, wird er sagen. 16. Minute, der HSV hat ausgeglichen. 2:0 führt er. Und damit die Partie 2:2, meine Damen und Herren. Ach, ist das eine Spannung und sagen Sie selbst, ein wunderbares Tor. Von Kaltz eingeleitet, Reimann gibt herein und Rubisch unhaltbar für den spanischen Schlussmann. Camacho, verfolgt von Willi Reimann. Oh, Tor. Fehler des Torhüters, meine ich. Wir werden das in der Wiederholung gleich sehen. Jetzt ist hier die Wiederholung erstmal abwarten. Camacho hat viel Raum, Reimann greift ihn nicht an, kann ungehindert flanken. Jetzt kommt Rudi Cargus, greift vorbei. Schlechtes Timing. Cunningham elegant über die Spieler vom HSV hinweggehoben. Es steht 1:2 in der 30. Minute. Man glaubt nicht so recht, dass der HSV jetzt noch zweimal treffen wird. Aber warten wir ab. Nogli sollte abspielen. Reimann, Kaltz steht. Dicht das Mittelfeld. Viel zu eng. Memmering, Rubisch, Hidien. Hidien aus dem Hinterhalt, Kaltz. Manfred Kaltz erzielt das 3:1. In der 40. Minute. Ach, ist hier eine Dramatik. Ist hier eine Stimmung. Und jetzt der Aufsetzer. Unhaltbar, so scheint es für Miguel Angel, dem neuen Mann im Memmering. Tor! 45. oder nach meiner Uhr bereits die 46. Minute und Horst Rubisch ist erneut zur Stelle. 4:1. Und welche Begeisterung, welche Stimmung, welcher Jubel, wildfremde Menschen im Stadion fallen sich um den Hals und ich
kann mir denken, auch Sie, meine Damen und Herren, werden mitgerissen sein von dieser Begeisterung, von diesem Spiel des deutschen Meisters Hamburger SV, der in diesem Moment bereits... Aber der HSV greift an mit Magath. Geht quer über den Platz, das bringt Sekunden. Die letzte Minute läuft. Nogli sollte nicht zurückspielen. Martinez. Jakobs. Rubisch hat freie Bahn. Was wird er machen? Möglichkeit. Tor! Das Spiel ist entschieden. In der letzten Minute schießt Kasper Memmering das 5:1. Hier noch einmal die Wiederholung. Rubisch. Madrid hatte die Abwehr natürlich gelockert, geöffnet. HSV hatte den Raum, hatte den Platz. 5:1. Und damit, meine Damen und Herren, ist alles entschieden.